Der Titel vom ersten Teil der Spittpredigt, wie schon erwähnt, Menschengebote und ihre Folgen. Ich werde heute geschichtlich auf die 9. Auferstehung von Hitler eingehen, was geschichtlich im Kurzzeitraffer geschah, es mit der 10. Auferstehung vergleichen und auch zeigen, was sich da ändert, mit einigen mehreren Bibelstellen. Vor dem Ersten Weltkrieg war Deutschland eine der führenden Länder in Europa, was den Wachstum, auch die Industrie anging. Sie überholten England, Frankreich und auch Russland. Ende des 19. Jahrhunderts war Deutschland vergleichbar mit China. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Deutschland kleine Teile seines Territoriums. Das deutsche Volksvermögen wurde halbiert. Es herrschte eine große Arbeitslosigkeit. Es entstand eine Atmosphäre der Demütigung, nachdem einem alles weggenommen wurde. Wenn wir die heutige Politik in Deutschland vergleichen, ist die internationale Repräsentation sehr demütigend. Die damalige Verteidigungsminister Lambrecht, da schreibt der Stern peinlich bis zum Schluss. Der European, die Irrungen und Wirrungen des Karl Lauterbach. Stern.de, Grünchef Robert Habeck für viel Meinung, wenig Ahnung kritisiert. Open Petition, Baerbock muss weg. Eine Online-Petition, habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Der Fokus schrieb Olaf Scholz, der schwächste Kanzler aller Zeiten. Die Atmosphäre zurzeit zieht Parallelen. Die Realität der heutigen Politik ist realitätsfremd und sie spaltet das ganze Land. Das wird sich aber ändern. Fahren wir fort. 1920 taucht ein Mann auf, der versprach, alles zu ändern, Adolf Hitler. Er zeigt die Ambition, Deutschland wieder groß machen zu wollen. Germany first oder again, wie man heute sagen würde. Ich sah mal einen Bericht von einem Ingenieur, der damals lebte, und der sagte, wissen Sie was? Ich war ein Ingenieur und bekam einen Lohn von einem Auszubildenden. Ich hatte Familie. Die Politik, sie log. Da kam Adolf Hitler. Ich habe ihn gewählt. Und er bekam wieder einen anständigen Lohn. Der Versailler Vertrag wurde Deutschland 1919 von Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten auferlegt. Deutschland war es verboten, Rüstungsgüter zu produzieren, die Armee zu vergrößern, Rüstungsanlagen zu bauen. Es waren auch Reparaturzahlungen auferlegt worden. 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler. Hitlers Parole: Sprengt die Fesseln von Versailles. Leichte Parallelen zu heute. Amerika-Sanktionen gegen den Bau von Nord Stream 2 haben Europa, auch Deutschland, es sehr, sehr erschwert, wirtschaftlich zu bestehen. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen investiert 10 Milliarden in ein neues Werk in China, unter anderem wegen Energiekosten. Inflation ist gestiegen. Fachkräftemangel. Seit Corona überall Fachkräftemangel. In Hotels, in Restaurants. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute in Deutschland hin sind. Überall Fachkräftemangel. Durch die Kriege, Flüchtlinge, so viele Menschen im Bekannten- und Freundeskreis haben so viel Negatives darüber zu sagen. Damals unter Hitler benötigte Deutschland Riesenmengen an Geld. Woher sollte das Geld herkommen? Und wie verhindert man gleichzeitig eine zu hohe Inflation? Es wurden zwei parallele Geldsysteme eingeführt. Das eine diente dem deutschen Volk, die Reichsmark, Geld, physisches Geld, mit dem man bezahlen konnte. Und das andere für die Kriegswirtschaft. Die Industrie, die für die Kriegswirtschaft arbeitete, wurde vom Staat garantiert, dass die Schuldscheine, die vom Staat ausgegeben wurden, garantiert zurückgezahlt werden. Heute würde man sagen, die Industrie und nicht der Staat, also die Industrie hat dem Staat ein zinsloses Darlehen gegeben. Es wurden Schulden, wenn das soweit stimmt, im Wert von 20 Milliarden Mark ausgegeben. Nur für die Kriegswirtschaft. Die Idee war, diese Schuldscheine später mit Geld einzulösen, wenn die Wirtschaft gewachsen ist. Hitler hätte es nicht ohne die großen Geschäftsleute geschafft, die hinter ihm standen. Krupp von Bohlen, Siemens, Thyssen, Fädler, Daimler-Benz, Ferdinand Porsche profitierten von der Aufrüstung und während des Krieges von den billigen Arbeitskräften der KZ-Häftlinge.
Man sagt, die Wirtschaft unter damaliger strenger Kontrolle soll wie bei Kaiser Wilhelm sich entwickelt haben. Und wie viele Selbstständige, die wirtschaftlich jetzt bestehen wollen, würden dem Tier aufspringen, wenn er Ordnung schaffen würde? Deutschland warb damals unter Hitler im Ausland um Kredite, um die Armut zu verhindern. Die Vereinigten Staaten unter Franklin D. Roosevelt, die wurden besucht und Amerika gab Deutschland 1 Milliarde an Krediten. Private Investoren, Rockefeller, Morgans, DuPont, Mellons, Henry Ford haben in deutsche Industrie investiert. Beton, Öl, Stahl. Das gab eben einen großen Aufschwung, aber auch viele Schulden. Das Tier in der 10. Auferstehung wird nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich stark sein. Ähnlich wie bei der 9. Auferstehung. Wie beim Römischen Reich. Und 1939 war Deutschland wieder größter Industrieproduzent Europas und weltweit zweitgrößter nach den USA. Man war zwar verschuldet und diese Schuldscheine flogen ihnen fast um die Ohren. Und ich meine, wenn der Krieg nicht gekommen wäre, dann wäre Deutschland bankrott gegangen. Aber der Krieg kam. Hitler hat es geschafft, der Bevölkerung klarzumachen, dass er Deutschland von seinen Knien erhebt und die bösen Ketten des Versailler Vertrags des Westens sprengt, der den Deutschen ein schweres Leben beschafft. Wer heute in den sozialen Medien unterwegs ist, Medien, wird viele Videos gegen Amerika und ihre misslungene Kriegswirtschaft finden. Gegen Israel, gegen die Juden, gegen England. Der Hass wird geschürt, der böse Westen. Auch es entsteht immer mehr die Meinung, dass Amerika Schuld an allem hat. An den Flüchtlingen, an den Kriegen, die misslungen sind. Es geht sogar so weit, dass Putin mittlerweile in einem guten Licht dasteht. Die bösen Ketten des Versailler Vertrags des Westens sprengen, der den Deutschen ein schweres Leben beschafft. Wenn da einer kommt, der das von sich behauptet, der hat viele Wählerstimmen. 10. Mai 1940 fielen deutsche Truppen in Frankreich, Belgien und Holland ein. Gold, Rohstoffe, militärische Munition wurden beschlagnahmt. Militärunternehmen arbeiten nun für die Wehrmacht. Wieder mehr Industrie. Die Menschen wurden massenhaft in die deutschen Armeen eingezogen. Das sind Dinge, die sich wiederholen werden. Hitler bereitete Europa für einen Einmarsch in die Sowjetunion vor, mit Europas ganzen Ressourcen, Militärtechnik und Waffen und Soldaten. Das Gleiche tat auch der Osten unter Stalin. Neutrale Länder leisteten Deutschland Wirtschaftshilfe. Einige europäische Länder schlossen sich Hitler an, um Territorium zu gewinnen. Polen heute möchte Teile Ukraines haben. Kollaboration bedeutet nicht Kooperation. Russland ist jetzt ein gutes Beispiel. Man sagt zwar, man kooperiert nicht mit Russland, um nicht sanktioniert zu werden, und hintenrum hilft man ihnen dann doch. Hitler hatte auch solche ähnlichen Länder, die ihm dann geholfen haben. 800 Tonnen Gold sollen die Deutschen erbeutet haben, und bis heute ist nur die Hälfte wiedergefunden worden. Man nennt das auch Parteigold. Soll angeblich heute noch Parteien helfen. Ja. Ein Drittel des Militärbudgets sollte aus geplündertem Bestand bestehen. Was interessant ist, in den ersten Kriegsjahren bestand der Fuhrpark größtenteils aus französischen Autos, auch aus tschechischen Panzern. Also hatte Deutschland jetzt nicht die Masse an Militärfahrzeugen. Auch Deutschland muss heute nicht unbedingt das größte Militär haben, da Europa ausschlaggebend ist. Schlagen Sie bitte auf Offenbarung 13. Offenbarung 13. Vers 3. Und ich sah einer seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Vers 4. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hat. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Er wird hier verglichen, weltweit verglichen, dass ihm niemand das Wasser reichen kann. Und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Es wird wieder eine kriegerische Nation in der 10. Auferstehung entstehen. Deutschlands Verteidigungsminister Pistorius sagt, wir müssen wieder kriegstüchtig werden. Haltung zur Bundeswehr. Pistorius fordert Mentalitätswechsel. Schlagen Sie auf Offenbarung 13,
Vers 16 bis 17. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen, den Großen, den Reichen, den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn. Vers 17. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat und den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier wird auch eben die wirtschaftliche Macht des Tieres beschrieben. Er wird das ganze System beherrschen, die Kleinen, die Großen, die Reichen, die Armen, die Freien, die Sklaven, die Selbstständigen. Auf die religiösen Restriktionen und Verfolgung werde ich heute gar nicht großartig eingehen. Offenbarung 13, Vers 8. Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, des Lammes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, der höre. Das ist ein Unterschied zur Auferstehung von Hitler, von der 9. Auferstehung. Bei der kommenden 10. Auferstehung wird die ganze Welt das Tier anbeten und alle, die auf Erden wohnen, werden es tun. Wie wird das bewerkstelligt? Wie schafft er das? Offenbarung 16, angefangen in Vers 13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Vers 14. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun, also alle drei tun Zeichen, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Die Schlachterbibel merkt an bei Erdkreises, wo es heißt, dass er Zeichen tut, ausgeht zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. Griechisch steht da Ökumene und die Schlachterbibel sagt, das heißt der bewohnten Erde oder des Gebietes des Römischen Reiches. Und das Internet sagt zu Ökumene, Gesamtheit der Christen und der christlichen Kirchen. Es meint die Bemühungen um die Einheit aller getrennten Christen. Im oberen Vers wird gezeigt, dass auch das Tier Zeichen tun wird, weil alle drei Frösche, alle drei tun Zeichen, also nicht nur der falsche Prophet. Somit wird er natürlich die Leute an sich ziehen können. Es werden wieder Parolen entstehen wie, machen wir Deutschland groß oder sprechen wir die Fesseln von dem bösen Westen. Heute kuschen die Politiker, wenn Amerika oder England etwas sagen. Wenn einer kommt, der es nicht mehr tut, der gewinnt Stimmen. Was ist aber sein wahres Ziel? Natürlich im Vordergrund kann man sagen, die sind böse. Man gewinnt Stimmen, man wird groß. Aber was ist sein wahres Ziel? Offenbarung 19, Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihr Heer versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Sein Ziel ist es, seine Rebellion gegen Gott fortzusetzen. Er ist sogar bereit, gegen Gott zu kämpfen. So vermessen ist er. Er möchte das ganze Volk, das Gott angehört, die Heiligen, vernichten. Er will einfach nur zerstören. Schlagen Sie bitte auf Jeremia. Jeremia. Jeremia 10. Erstmal Jeremia 10, 5 bis 7. Ich lese das aus der Guten Nachricht. Es ist zwar keine Übersetzung, es ist eine Interpretation, aber die gibt es sehr gut wieder. Der Herr sagt, Vers 5, jetzt bekommt es Assyrien mit mir zu tun. Ich habe es benutzt, um ein Strafgericht zu vollziehen. Assyrien war der Stock, mit dem ich meinen Zorn zu fühlen gab. Vers 6, ich habe es gesandt, um ein Volk zu bestrafen, das sich von mir losgesagt und meinen Zorn herausgefordert hat. Ich habe Assyrien erlaubt, dieses Volk zu berauben und auszuplündern und es zu zertreten wie Straßendreck. Jesaja 10, 5 bis 7, Vers 7. Aber der König von Assyrien wollte mehr. Er schmiedete seine eigenen Pläne. Vernichten wollte er. Ganze Völker ausrotten, so viele wie möglich. Vers 8, er sagte sich, alle Befehlshaber meiner Truppen sind so mächtig wie Könige. Und jetzt weiter in Vers 12. Aber der Herr sagt,
Erst will ich zu Ende führen, was ich gegen Jerusalem und den Zionsberg im Sinn habe. Dann werde ich mich mit dem König von Assyrien abrechnen, mit seiner Überheblichkeit, Selbstherrlichkeit und seinem Hochmut, mit dem er auf andere herabsieht. Vers 13, dieser König hat es gewagt zu sagen, aus eigener Kraft habe ich das alles getan. Durch meine Klugheit habe ich es fertiggebracht. Die Grenzen zwischen den Völkern habe ich beseitigt, ihre Vorräte geplündert und ihre Könige vom Thron gestoßen wie ein Stier. Ein Mann, der durch Lügen und Intrigen an die Macht kommt, der sich mit falschen Federn schmückt und glaubt, alles allein geschafft zu haben, der von sich sagt, ich bin's. Gott verurteilt Sünde, das steht außer Frage. Wenn sich jemand ein Amt an sich reißt, dann nur, weil es ihm nicht zusteht. Und Gott sagt, du sollst nicht begehren. Daniel 8. Daniel 8. Angefangen Vers 23, wieder aus der guten Nachricht. Wenn die Zeit dieser Reiche zu Ende geht und das Maß ihrer Untaten voll ist, wird ein anmaßender und hinterlistiger König auftreten. Seine Macht, Vers 24, wird groß sein, aber nicht durch eigene Kraft. Alles, was er unternimmt, wird ihm gelingen. Mächtige Gegner wird er vernichten. Er wird aber auch gegen das heilige Volk Gottes, und das ist einer seiner Ziele, vorgehen und unerhörte Zerstörung anrichten. Vers 25. Er wird dabei so geschickt vorgehen, dass er mit seinen Täuschungen Erfolg hat. Er wird überheblich werden und viele ahnungslose Menschen umbringen. Aber weil er sich gegen den höchsten Herrn erhebt, wird er ohne menschliches Zutun vernichtet werden. Daniel 11. Daniel 11, auch wieder aus der guten Nachricht, Vers 21. Sein Platz wird ein niederträchtiger Mensch einnehmen. Er hat keinen Anspruch auf das Königtum, aber er reißt es durch Intrigen oder durch Ränken an sich. Weiter in 32. Er bringt die Menschen, die es mit dem Bund Gottes und seinem Gesetz nicht ernst nehmen, mit List und Tücke so weit, dass sie ihren Glauben preisgeben, aber die anderen, die ihren Gott treu sind, bleiben fest und halten sich weiter an Gottes Gesetz. Vers 35. Auch von ihnen selbst kommen einige zu Fall, denn das Volk Gottes muss geprüft werden, damit es am Ende rein und geläutert dasteht. Und noch ist das Ende nicht da. Es ist noch nicht das Ende. Vers 36. Der König aber wird schalten und walten, wie er will. Er wird sich einbilden, er sei mächtiger als alle Götter. Sogar über den höchsten Gott wird er verächtlich reden. Aber das kann er nur, solange Gott es im Zorn über sein Volk zulässt. Denn es geschieht alles genau nach Gottes festen Plan. Auf der Arbeit wurde ich mal gefragt, Johann, du glaubst doch an Gott. Ich hatte es ein bisschen eilig und ich sagte, ja, was ist denn? Bei all dem, was geschieht, glaubst du an Gott? Und meine kurze Antwort war, ja, es läuft doch nach Plan. Viele glauben, nur weil man oder weil es Gott gibt, muss alles einfach so gut laufen. Wenn man eben seine Gebote nicht hält, hat er auch gesagt und versprochen, was auf einen zukommt. Lesen wir mal Gottes Reaktion über den, der sich so selbstherrlich erhöht. In Jesaja 30, Jesaja 30, 30 bis 33. Ich lese wieder von der Schlachterbibel. Der Herr wird seine majestätische Stimme hören lassen und seinen niederfahrenden Arm sehen lassen mit Zornesbrausen und verzehrenden Feuerflammen, Wolkenbruch, Platzregen und Hagel und Hagelstein, Vers 31. Da wird der Assyrer von der Stimme des Herrn zerschmettert werden, wenn er ihn mit Ruten schlägt, Vers 32. Und jeder Hieb des für ihn bestimmten Stockes, den der Herr auf ihn herabsausen lässt, wird unter Pauken und Harfenspieler folgen und in Kämpfen mit geschwungenen Arm wird er gegen ihn angehen. Vers 33. Denn
Denn die Feuerstelle ist längst bereit, auch für den König ist sie hergerichtet. Man hat ihren Scheiterhaufen tief und weit gemacht. Feuer und Holz ist genug vorhanden. Wie ein Schwefelstrom wird der Atem des Herrn ihn anzünden. Für ihn wird am Ende nicht alles gut. Für ihn wird am Ende nicht alles gut. Das Buch Jona beschreibt wiederum eine bemerkenswerte Reaktion und Eigenschaft von Assyrien. Das damalige Assyrien, das heute Deutschland, damals war es Nineveh, die Hauptstadt von Assyrien, ist biblisch gesehen das einzige Land, das auf eine Warnung eines Propheten Gottes bereute. Der Prophet war anfangs zwar etwas widerwillig, aber dann hat es doch geklappt. Deutschland ist ein bemerkenswertes Volk. Und mit richtiger Führung vermag es Großes. Aber mit falscher Führung vermag es auch Großes, aber eben im Negativen. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt, der sich zur damaligen 9. Auferstehung unter Hitler zur heutigen der 10. Auferstehung unterscheiden wird. Und zwar in der 10. Wiederbelebung des Römischen Reiches warnt Gott folgende Länder: Amerika, England und den Commonwealth und auch Israel. Diese hießen und heißen in der Bibel Manasse, Ephraim und Juda. Hin und wieder kommt auch der Name Josef drin vor, weil Josef der Vater von Ephraim und Manasse ist. Oder Jakob, weil er sie adoptiert hat. Diese genannten Länder werden komplett verwüstet. Das ist etwas, was noch bevorsteht. Und sie werden auch in Sklaverei kommen. Schauen wir Gottes Warnungen an, die an diese Nation gehen. In Hosea sagt sehr, sehr viel über diese Nation. Hosea 5, angefangen in Vers 9. Ephraim soll zur Wüste werden am Tag der Züchtigung. Was ich den Stämmen Israels angekündigt habe, das kommt gewiss. Die Fürst Judas sind denen gleich, welche die Grenzen verrücken. Über sie will ich meinen Grimm ausschütten wie Wasser. Juda, das heutige Israel, nimmt Gebiete ein, die ihnen nicht zustehen. Gott verurteilt das. Was die Hamas getan hat, ist nicht zu entschuldigen. Aber Israel muss aufpassen, dass es nicht Falsches tut. Gott warnt. Weiter in Vers 11. Ephraim wird unterdrückt, zerschlagen im Gericht, denn er ist willig Menschengeboten gefolgt. Sonntag, Weihnachten, Ostern. Ich aber wurde für Ephraim wie eine Motte und für das Haus Juda wie ein nagender Wurm. Vers 13. Und als Ephraim seine Krankheit sah und Juda sein Geschwür oder seine Wunde, die Israel noch erhalten wird, da lief Ephraim nach Assyrien und sandte zum König Jareb. Er aber kann euch, also Ephraim und Juda, nicht heilen und das Geschwür oder die Wunde nicht von euch nehmen. Vers 14. Denn ich bin wie ein Löwe gegen Ephraim und wie ein junger Löwe gegen das Haus Juda. Ich zerreiße und gehe davon und nehme weg, dass niemand retten kann. Wir lasen über Assyrien, das heutige Deutschland, der sich voller Hochmut erhoben hat, der von sich sagt, ich bin's. Der glaubt, alles selbst zu schaffen und am Ende erliegt. Und nun lesen wir von Ephraim, der auf Menschengebote vertraut, der mit Juda in Straucheln kommt, der dann ausgerechnet von Deutschland Hilfe sucht. Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Die haben immer wieder ein Veto eingelegt, wenn es um die europäische Armee ging. Ich zitiere deutsche Wirtschaftsnachrichten. Spaltpilz Großbritannien lehnt EU-Armee kategorisch ab. Großbritannien wird mit allen Mitteln gegen die Errichtung einer EU-Armee kämpfen. Dies sei eine unnötige Kopie der NATO, sagte der britische Verteidigungsminister. Zuletzt hat die EU sehr vernünftige Pläne zu einer Straffung beim Militär verfolgt. Doch die Briten wollen keine Konkurrenz in Militärfragen aus Europa. Sie sehen sich als Weltmacht. Großbritannien hatte unglaublich viele Sonderrechte, als sie in der EU waren. Und das hat sehr, sehr viele verärgert. Sie wollten Sonderrechte, als sie rausgegangen sind. Das hat sehr viele verärgert. Ephraim sieht sich als Weltmacht und will nicht wahrhaben, dass ihr Einfluss überall sinkt. Sie sind blind, weil sie Menschengeboten folgen. Ganz einfach. Vers 15. Ich werde davon gehen, sagt Gott, an meinen Ort zurückkehren.
bis sie ihre Schuld erkennen oder bekennen oder bereuen und mein Angesicht suchen werden, in ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Gott zieht sich an seinen Ort zurück. Sein Segen, sein Schutz von Ephraim, aber auch Manasse und Juda wird weggenommen. Und er wird gerade weggenommen. Die sind aber Blinde. Sie sehen nicht, sie erkennen nicht. Sie folgen anderen Blinden. Die Menschen geboten halten. Sie fallen am Ende beide in die Grube. Gott warnt. Gott warnt so oft vor Götzendienst. Wer Götzendienst betreibt, gibt Gott nicht die Ehre. Das ist völlig unmöglich. Hosea 8. Hosea 8, Vers 11. Weil Ephraim viele Altäre baut, um zu sündigen, so sind ihm die Altäre auch zur Sünde geworden. Vers 12. Wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Egal wie oft Gott es ihnen sagen würde, sie halten es für etwas Fremdes. Hosea 7. Hosea 7, 8 bis 14. Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Ephraim, Großbritannien, ist wie ein Kuchen, den man nicht umgewendet hat. Er verbrennt, es stinkt und er merkt es nicht. Vers 9. Fremde haben seine Kraft verzehrt und er erkennt es nicht. Sein Haupthaar ist mit Grau gesprenkelt und er erkennt es nicht. Vers 10. Wie wohl aber Israels Stolz, Amerika, sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Vers 11. Sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube, ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen, nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, breite ich mein Netz aus über sie. Ich ziehe sie wie Vögel vom Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündet worden ist. Vers 13. Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben kommen über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Vers 14. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihrem Lager. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Hosea 2. Hosea 2. Angefangen in Vers 10 bis 12. Sie erkennen ja nicht, dass ich es war, der ihnen Korn, den Most und das Öl gab und ihnen das Silber und das Gold mehrte, das sie für den Baal verwendet haben. Darum will ich mein Korn zurücknehmen und zu seiner Zeit und meinen Most zu seiner Frist und will ihnen meine Wolle und mein Flachs entziehen, womit sie ihre Blöße bedecken. Vers 12. Und ich will nun ihre Schande enthüllen vor den Augen ihrer Liebhaber, denen sie nach Menschengeboten gefolgt sind. Und niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Trotz, dass sie leiden, ist ihr Herz auf materielle Dinge aus. Trotz, dass sie leiden, suchen sie Gott nicht. Gott ermahnt und sagt, verlass nicht deine erste Liebe, nicht die Liebe deiner Jugend. Hosea 6, Hosea 6, Vers 4. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda, Großbritannien und Israel? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht. Und jetzt Vers 10. Und 11. Im Haus Israel, Amerika, habe ich Schauderhaftes gesehen. Dort treibt Ephraim, Großbritannien, Hurerei, befleckt sich Israel. Auch dir, Juda, der Staat Israel, ist eine Ernte bestimmt, wenn ich das Geschick meines Volkes wende. Das ist eine etwas, die Übersetzung zeigt nicht, was Gott damit meint. Auch dir, Juda, ist eine Ernte bestimmt, das ist im Negativen gemeint. Dir ist doch eine negative Ernte bestimmt, bevor ich das Geschick meines Volkes wende. Sie treiben Hurerei, sie verlassen ihre alte Liebe und folgen nichtigen Göttern. Götzendienst, die nicht sehen, die nicht gehen, die nicht helfen können. Diese von Gott bestraften Völker erhalten eine schwere Strafe. Sie wurden von Gott damals gerettet. Sie wurden gesegnet. Sie haben alles eingetauscht. Sie haben Gott eingetauscht gegen Nichtiges. Sie haben auf sich selbst vertraut. 5. Mose
5. Erstmal Vers 3. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Weiter in Vers 6. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern, tiefer als der Erdboden, irgendwelche Tote, die heilig erklärt worden sollen, nicht angebetet werden. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, die Kinder bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, Vers 10, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Gottes Gebote, nicht Menschengebote. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, Vers 11, der seinen Namen missbraucht. Wenn man sich mal nur überlegt, dass all das Schreckliche, was auf diese Länder zukommt, auch noch auf uns, nicht stattfinden müsste, wenn man wie Nineveh bereut. Wenn man sich das nur vorstellt, wie einfach es doch sein könnte. Und jetzt die letzte Bibelstelle, Jesaja. Jesaja 19. Jesaja 19, na, wird's bald. 23 bis 25. An jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen. Der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit Assyrien dem Herrn dienen, Gott die Ehre geben. An jenem Tag, Vers 24, wird sich Israel als drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Vers 25, denn der Herr, der Herrscher, segnet es, indem er sagt, gesegnet bist du, Ägypten, mein Volk, und du Assyrien, das Werk meiner Hände, und du Israel, mein Erbteil. Die ganze Welt wird Gott die Ehre geben, die auch Gott gebührt, nachdem die Gottfamilie um ihre Kinder gekämpft und gewonnen hat. Lieben heißt manchmal kämpfen, und deshalb sind auch die Strafen so hart, die Gott erteilt. Gott möchte, dass wir aus unseren Fehlern lernen, damit wir nicht in einer Zukunft aufwachsen und landen, die wir auch gar nicht wollen. Wer nicht in einer Tragödie enden möchte, der sollte Gott lieben, wie auch den Nächsten, und Finger weg von Menschengeboten.